lassen Sie mich hier nicht rein. Ich habe mein Gehalt bekommen und das Geld habe ich auch dabei. Bitte, ich brauche meine Kette zurück. Es tut mir unendlich leid, aber bei uns wurde eingebrochen. Ich kann Ihnen gerade wirklich nicht weiterhelfen. Was? Das ist mein Andenken an meine Mutter. Hören Sie, wir sind von der Kripo und übernehmen den Fall hier. Schauen Sie, das ist die Kette. Ich habe sie hier abgegeben, um meine Miete bezahlen zu können. Und es ist so ein wichtiges Andenken. Und es liegt mir doch so am Herzen. Hören Sie, ich verspreche Ihnen, Sie bekommen Ihre Kette wieder. Bleiben Sie ganz ruhig, okay? Okay. Gehen Sie mal da vorne zu dem Kollegen und geben Sie ihm Ihre Personalien. Und wenn wir die Kette haben, rufe ich Sie an. Danke. Gerne. Sind Sie Frau Singer? Ja. Stähler von der Kripo. Ich müsste mal Ihren Ausweis sehen. Ja, klar. Ich arbeite hier. Heute Morgen war das Pfandlerhaus aufgeschlossen. Alle wertvollen Schmuckstücke sind weg. Sogar der Tresor ist ausgeräumt. Danke. Habt ihr Einbruchsspuren gefunden? Nein, es gab keine. Ja, die Alarmanlage war offenbar auch ausgeschaltet. Alles klar, Frau Singer. Die Spusi sollte jeden Augenblick eintreffen. Wollen wir uns mal umschauen? Ja. Dann kommen Sie doch einfach bitte mit rein. Also, laut Ihren Kollegen wurde der Tresor nicht aufgebrochen, sondern ganz normal geöffnet und dann ausgeräumt. Wer hat denn alles die Möglichkeit, die Alarmanlage auszustellen und den Tresor zu öffnen? Ja, eigentlich nur ich, meine Chefin, meine Kollegin Dorothea Bern. Wir drei haben die PIN-Nummer, um die Alarmanlage auszuschalten. Aber Zugang zum Tresor haben tatsächlich nur meine Chefin und Dorothea. Und wo sind die beide? Meine Chefin ist gerade in Urlaub auf Mallorca und Dorothea, das ist ja das Komische. Eigentlich sollte sie seit 9 Uhr hier sein. Ich habe sie versucht anzurufen, aber reicht sie einfach nicht. Tun Sie mir einen Gefallen, nichts anfassen. Ach so, ja. Bevor die Spusi nicht hier war, nichts anfassen. Wir müssen die Aufnahmen sehen der Überwachungskameras. Tja, die sind leider außer Betrieb. Na super. Ja, sonst wirkt alles relativ sauber. Keine Anzeichen von Gewalt oder einem Kampf. Ja. Können Sie sich denn vorstellen, dass Ihre Kollegin die Sachen entwendet hat und jetzt auf der Flucht ist? Also dazu möchte ich eigentlich keine Aussage treffen. Ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Aber es ist schon komisch, dass sie noch nicht da ist. Wir werden eine Fahndung nachher rausgeben und zu ihr nach Hause fahren. Haben Sie die Adresse für uns? Ja, klar. Frau Bern? Hallo? Hier ist die Kripo. Nichts. Nee. Schau mal hier. Sieht aus wie ein Messereinstich. Zieht sich durch alle Seiten. Das soll sich die Spusi noch mal genauer anschauen. Ach, hier, guck mal. Kein Mensch lässt sein Handy zu Hause liegen, freiwillig. Oder man will es so aussehen lassen, als ob man selbst das Opfer ist. Naja, ich meine, vielleicht ist sie ja überfallen worden und wurde dann gezwungen, das Pfandleihhaus zu öffnen. Ist doch möglich. Oh, das ging aber einfach. Was ist denn, Code 1234? Nee. 3889. Mann, Mutti, für dein Alter kannst du aber noch gut gucken. Freundchen, du kannst gleich nicht mehr aus den Augen gucken. Hier steht überall Töpfern, 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 Töpfern. Ich glaube, die macht so einen Töpferkurs oder so. Hier sind verpasste Anrufe. Einmal von ihrer Mutter und dreimal hat Nelly Singer versucht, sie anzurufen. Jetzt guck mal hier. Das erste Mal 45 Minuten, bevor sie die Polizei informiert hat. Wir sollten die nochmal genauer überprüfen lassen. Warum hat die so spät die Polizei informiert? Was ist, wenn Nelly Singer und sie gemeinsame Sache machen? Ich weiß nicht. Hier sind so ein paar E-Mails von der Kinderdankbarkeit-Organisation. Sie hat wohl zwei Patenkinder in Afrika, die sie finanziell unterstützt. Oh.
Meinst du wirklich, dass so eine Frau eine Straftat begehen würde? Alex, du weißt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das stimmt. Aber wir finden mehr heraus, wenn wir ihre Freunde und ihre Bekannten mal befragen. Warte mal, ich habe ja die Nummer der Mutter. Ich rufe da mal. Regina Bern? Ja, hallo, Frau Bern. Rietz hier von der Kripo. Kripo? Ist was passiert? Ja, das wissen wir leider nicht genau. In dem Pfandleihhaus, in dem Ihre Tochter arbeitet, wurde eingebrochen. Und Ihre Tochter ist jetzt nicht erreichbar. Sie haben ja auch schon versucht, sie zu erreichen. Und wir wissen auch nicht, wo sie ist. Zu Hause jedenfalls nicht. Haben Sie eine Idee, wo sie stecken könnte? Nee, ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Nein. Hat Ihre Tochter finanzielle Schwierigkeiten oder irgendwie Ärger bei der Arbeit? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, Dorothea ist ein totaler Sonnenschein. Fast schon ein bisschen zu lieb. Nein, sie hat ganz sicher nichts mit dem Raub zu tun. Also, falls Sie das meinen. Naja, gut. Sie haben ja jetzt meine Nummer. Wenn Sie was von Ihrer Tochter hören, dann tun Sie mir einen Gefallen und rufen Sie mich an, ja? Natürlich, das werde ich auf jeden Fall machen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Stela? Habt ihr sie? Kann ich mit ihr sprechen? Hey, Sarah. Hey, Philipp. Oh mein Gott, wie grausam. Ja. Dorothea Bern wurden mit Klebeband Hantelgewichte an den Körper geklebt und dann hat man sie in die Isar geworfen. Schau, und anhand der Kopfverletzung hier gehe ich davon aus, dass sie dabei bewusstlos war und sich deswegen nicht gewehrt hat. Und sie wurde hier angespült, weil die Gewichte zu leicht sind, oder wie? Ja. Sie hat sich da hinten in den Steinen verfangen und wurde von den Kollegen rausgezogen. Wie lange ist sie schon tot? Noch nicht lange. So spätestens heute Morgen. Ein Spaziergänger hat sie vor knapp einer Stunde gefunden. Dorothea Bern wurde bedroht und dann dazu benutzt, das Pfandleihhaus auszurauben, inklusive Tresor. Dann wurde sie vermutlich K.O. geschlagen und ertränkt. Ja, das befürchte ich auch. Ich werde sie mir gleich genauer anschauen und lasse euch dann sofort den Bericht zukommen. Sehr gut, Sarah. Ich schicke die Spusi sofort in Frau Berns Wohnung. Wir brauchen möglichst schnell neue Ergebnisse. Ja. Damit wir das Schwein endlich fassen können. In der Wohnung des Opfers haben wir diverse Fingerabdrücke gefunden. Nur leider konnten wir die nicht zuordnen und die liegen auch nicht bei uns im System ein. Am Tresor und der Alarmanlage im Pfandhaus waren nur Fingerspuren des Opfers, der Angestellten Nelly Singer und einer weiteren Person, wahrscheinlich der Chefin. Wir haben in ihrer Wohnung keine Kampfspuren gefunden, bis auf diesen Messereinstich. Aber der bringt uns ja nicht weiter. Ihr Handy lag zu Hause und sie hatte offensichtlich einen Schlafanzug an. Das würde dafür sprechen, dass der Täter sie überrascht hat. Vielleicht kannte sie ihn sogar. Gut möglich. Am Klebeband waren keine Fingerspuren. Ansonsten ist das Band fortlaufend von der Rolle. Nur ein Stück fehlte. Und vielleicht liegt genau dieses Stück noch am Tatort rum. Ich sag den Kollegen fort mal Bescheid, dass sie danach Ausschau halten sollen. Wer weiß, vielleicht bringt uns ja dieses kleine Stück weiter. Ja, das kann sogar gut sein. Hast du schon mal versucht, mit Handschuhen ein Klebeband von der Rolle zu frickeln? Ich meine, das schaffst du ja ohne Handschuhe kaum manchmal. Das stimmt. Vielleicht hat der Täter genau dafür die Handschuhe ausgezogen und hat das Stück dann weggeworfen, um die Spuren zu beseitigen. Das wäre aber ziemlich dumm. Na gut, es gibt schlaue und nicht so schlaue Täter. Auf jeden Fall haben praktisch alle Kunden des Pfandhauses ein Motiv. Sie stecken alle in einer finanziellen Notsituation. Stimmt. Ich gehe nachher mal die Kartei von dem Pfandhaus durch und gucke, ob in der letzten Zeit Leute besonders wertvolle Sachen eingetauscht haben. Und ich gehe erstmal nach Hause. Ich bin seit 6 Uhr hier. Moment mal, Kollege. Du ermittelst, was für ein Klebeband das ist, was das für Gewichte sind und wo man sowas kaufen kann. Und gleich morgen früh redet ihr mit der Angestellten Nelly Singer über potenzielle Tatverdächtige. Ja, und dann wische ich ihn noch durch und putze die Klos. Von mir aus. Schönen Feierabend. Guten Morgen, Frau Singer. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir konnten Ihre Chefin leider noch nicht erreichen. Hat sich bei Ihnen vielleicht gemeldet? Ja, tatsächlich, gerade eben. Sie ist auf dem Rückweg, um das ganze Desaster hier mit der Versicherung zu klären. Und ich halte mehr oder minder hier gerade die Stellung, um die Pfandleihen zurückzugeben, die nicht gestohlen wurden. Das, was mit Dorothea passiert, das ist wirklich schrecklich. Wer tut denn sowas? Tja, das müssen wir jetzt rauskriegen. Wo waren Sie gestern Morgen eigentlich, bevor Sie hier angekommen sind? Zu Hause. Ich habe mit meinem Mann so gegen 8 gefrühstückt und bin dann eigentlich auch gleich in den Laden gefahren. Das bedeutet, Sie waren spätestens um 9 Uhr hier, richtig? Ja, das ist korrekt. Mhm.
Und warum haben Sie dann erst um 9.45 Uhr die Polizei gerufen? Naja, ich arbeite noch nicht so wirklich lange hier und wollte das Ganze erstmal mit meiner Chefin und Kollegin abklären, um die beiden nicht zu umgehen. Mhm. Ist Ihnen denn in letzter Zeit irgendein Kunde aufgefallen, der sich merkwürdig verhalten hat? Tatsächlich. Letzte Woche hatten wir hier ein Ehepaar, die ganz schön ausgerastet sind. Susanne und Linda Kramer. Die beiden, von denen haben wir monatelang nichts gehört. Dann ist die Frist abgelaufen. Dorothea hat deren Uhr verkauft. Und das gab dann eine relativ unschöne Szene, wo die beiden hier randaliert haben und Dorothea eigentlich regelrecht bedroht. Ich habe das Ganze sogar auf Video. Ja, das ist ja gut. Können wir das mal sehen?